Auf geht's, ab geht's, würde ich sagen. Schwierigkeit normal, Spielstil Wettkampf. Auf geht's. Wir wissen jetzt ja ein bisschen, wie es geht. Ich habe mir einen neuen Charakter erstellt. Und jetzt starten wir in die richtige Karriere quasi rein. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. Daumen drücken, Chat. Daumen drücken. Da sind wir doch. Lass mich rein. Dein Trainer weiß nicht, dass du hier bist. Ich muss tun, was ich tun muss, oder? Tu, was du tun musst. Geil. Geil. Ich hab so Bock. Boah, hab ich Bock. Raus an den Stream? Klar. Hey, ihr seht einen zukünftigen UFC-Champ. Ja. Merkt euch so. Zukünftigen Champ. Okay, Leute. Diese zwei Fighter sind bereit für einen echten Hinterhofkampf. In dieser Ecke momentan das Gesprächsthema. Begrüßt den Neuzugang von Davis MMA. Und auf der anderen Seite des Käfigs haben wir den Schrecken der Hinterhöfe. Was ist mit dem passiert, Alter? Ist dem Tuschkasten auf dem Arm explodiert, oder was? Hilfe. Ey, Chat, bin ich laut genug zum Spiel? Jo. Eieiei. Vasquez, danke. Weiter geht's. Bin gespannt, aber leider habe ich zu viel abbekommen. Langlebigkeit minus 0,1, das geht noch. Wurde viermal niedergeschlagen, Wirkungstreffer habe ich aber mehr. Können wir so mitnehmen, noch ein bisschen mehr auf den Kopf aufpassen, würde ich sagen. Noch ein bisschen mehr auf den Kopf aufpassen. Nehmen wir so mit, gucken, was der Coach sagt, gleich ins Training gehen, dies, das. Ja, wir fahren jetzt auch mit der Einführung, das machen wir nicht, wir machen mit der Einführung in die Contender Series weiter.
Wir wissen ja, wie alles funktioniert. Social Media Sensation. Yeah, du. Schon komisch, wenn Videos im Internet erneut gepostet werden. Hier, guck mal. Couch, das ist Monate her. Sowas mache ich nicht mehr. Ich weiß, aber sieh mal, wer es gepostet hat. Dana White? Nee, das muss ein Fake-Account sein. Ich folge also einem Fake Dana White. Scheiße, das ist verrückt. Und es wird noch verrückter. Ich hatte einen Anruf von der UFC und die bieten dir einen Platz in Dana Whites Contender Series an. Die hatten dich schon länger auf dem Schirm. Aber das Video hat richtig geholfen. Die Contender Series? Soll das ein Scherz sein? Ich verarsche dich nicht. Das ist echt. Und ein Freund von mir sagte, trainieren können wir im UFC Performance Institute. Also pack deine Sachen, Wunderkind, und ab nach Vegas, Baby! Oh mein Gott, Vegas! Yeah. Ich kann's nicht glauben! Geil, Alter, geil! Woo. Oh. Vegas, Baby! Coach, ja, das war Forrest Griffin gerade. Ja, ich weiß, wer Forrest Griffin ist. UFC Hall of Fame? Hör zu, du wirst hier viele davon sehen, okay? Oh Mann, das hoffe ich doch. Yeah! Na, was sagst du dazu? Huh? Wow. Yeah. Krass. Coach, das hier ist geil gemacht. Oder? Coach D! Hey! So schön, dass du hier bist. Danke, die Chance musste ich wahrnehmen. Natürlich, und das muss deine neueste Entdeckung sein, stimmt's? Das stimmt. Ich bin Valentina. Social Media Sensation. Ich kenn dich. Also, ich hab dich schon mal gesehen. Im Ring, meine ich. Was ich damit sagen will, ist, schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Ist mir eine Freude. Freut mich auch. Hey, lass ihre Hand los. Da hat aber jemand Energie. Ja, was? Und die werden wir hier auch gut nutzen können. Das hier ist der Wahnsinn. Oh ja, die beste Trainingseinrichtung der Welt. Der Ort ist einmalig. Hast du gehört? Hier kannst du dich nicht das so benehmen stimmt. Wie bei mir. Sie ist eine der besten aller Zeiten. Sie tritt sonst zuerst dir in den Arsch und versohlt dann meinen. Verstehen wir uns? Okay, mach dich fertig. Wir sehen uns. Klar, Coach, kein Problem. Also, Valentina, der Therapiepool. Meinst du, ich könnte da mal... Da lässt sich sicher was machen. Yes. Ja. Okay, okay, okay. So. Contract earned. Dana White's Contender Series. Der Vertrag wird natürlich angenommen. Ist ja klar. So, wir müssen in die Kämpferentwicklung direkt reingehen. Und das Wichtigste, was wir brauchen, ist Ausdauer. Erholung. Hinstärke. Und Cut-Widerstand. Wir gehen es diesmal von der anderen Seite an. Ja, wir können nicht anders. Wir müssen annehmen. 3 Wochen bis zum Kampf. Alles klar. Hey Kuni, mit deinen Mitkämpfern zu interagieren, ist wie immer eine gute Idee. Stell dich gut mit ihnen und wer weiß, vielleicht trainierst du ja schon bald kostenlos mit ihnen und lernst noch was. Und wenn dir mehr Sinn nach Trash-Talk steht, so werden sich deine Fans freuen und vor deinen Kämpfen steigt der Hype. Aber sei vorsichtig, je höher der Hype, den du am Anfang deiner Karriere hast, desto tiefer der Fall, wenn du verlierst. So, wir gehen zuerst mal in den Sandsack. Okay, bearbeiten wir mal den Boxsack. Achte auf meine Anweisungen, okay? Klasse! Ich bin beeindruckt. So will ich das immer sehen von dir, okay? So. Arbeit am Boxer. Genau das will ich sehen von dir. Genau das will ich sehen. Klar, klar, klar. Wir müssen den ersten Kampf jetzt gleich gewinnen, Chat. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu viel abkriegen. Wir müssen ein bisschen ruhiger kämpfen. Die Kämpfe dürfen ruhig länger dauern. Ich will die immer zu schnell K.O. schlagen. Und auch hier gehen wir noch ein bisschen in die Ausdauer rein. Ist doch klar.
Ist mir auch völlig egal, dieses Interview mit dem Radiosender. Wir nehmen ihm erst. Wir machen es lieber langsam, nicht so viel Scheiß erzählen am Anfang. Ich weiß nicht, wieso ich das am Anfang noch so oft spielen muss, ey. Ich kann das doch später alles simulieren. Achte auf meine Anweisung, okay? Schaffen wir noch. Mann, war das gut. Klasse. Bart, Junge. Dem Boxsack hast du es aber gezeigt. Schöne Punches. Schöne Punches. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in die Beinarbeit. Die ist unglaublich wichtig. Und sorgen natürlich noch mal ein bisschen für Hype. Wichtiger ist aber, dass wir das Ding gewinnen. Tatsächlich. Wir müssen das Ding gewinnen. Ey, wieso kann ich das? Also. Ich habe keinen Bock, mich jetzt in der letzten Woche zu verletzen, Leute. Komm. Gut. Mein Lieblings-UFC-Kämpfer aller Zeiten ist McGregor. Mit Abstand. Und aktiv. Boah, würde ich glaube ich sagen. Da gibt es mehrere. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt den einen habe. Also, ich finde Page ganz geil. Schöne Punches. Sehr präzise. Mach weiter so. Dustin Poirier ist auch geil. Anderson Silva würde ich, also Anderson Silva und McGregor sind meine Lieblingskämpfer aller Zeiten, würde ich behaupten. Und aktuell, ja, ich glaube, ist Page tatsächlich. Ich glaube wirklich, dass ich da Page sagen würde. Mehr so Striker, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, also sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, ich finde auch Grappling geil und Grappling ist super technisch und gehört auch definitiv dazu, aber ja, weiß ich nicht. Jawohl, so macht man das bei uns. Super. Also ich würde nicht mit dem Boxsack tauschen wollen. Gute Arbeit. Pereira wird etwas ins Boxen gehen. Ja, ja, ja. Boah, wir haben 33 Punkte, das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall Ausdauer und wir brauchen ein bisschen Handschärfe, nehmen wir noch mit, alles klar. So, dann bin ich bereit für den ersten Kampf. Hör zu, Kuni, wenn du diesen UFC-Vertrag willst, solltest du den Kampf frühzeitig gewinnen. Ja, wir müssen das ja antworten. Ich gebe mein Bestes. Okay, 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 okay. Schauen wir mal, was wir machen können. Genau so. Flüssige Bewegungen. Gut, gut. Gute Snaps. Schnelle Ratte, danke für den Sub. Sehr gut, Champ. Sehr gut. Wir hatten einen super Trainingscamp und du bist mehr als bereit. Okay? Denk an das, was wir erarbeitet haben. Acht auf deine Ausdauer, Angriff und Verteidigung. Lies deinen Gegner, okay? Und bleib ruhig, wenn es mal brenzlig wird. Bleib ruhig, mein Freund. Und hör auf deinen Coach. So, Contender Series.
gegen Frank Cross. Tyson wird verlieren gegen Jake Paul. Boah, weiß ich nicht. Oh nee, Digga. Oh, komm, hör doch auf. Och, Leute, 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 Leute. Oh, der wippt aber auch auf dem Boden, oder? Ich denke, Tyson wird das klar. Oh, jetzt habe ich was losgetreten. Ja, der ist zu alt. Alter, habt ihr mal Trainingsvideos von Tyson gesehen? Ich will dem nicht gegenüberstehen. You ready to fight? Ready. Good. Ey Leute, der rennt in den Kick rein oder was? Ey, ich... Hallo. Junge, hör doch mal auf mit der Scheiße. Was soll das denn? Verpiss dich doch mal.
Ja, genau. Ja. Hallo. Ey, das ist so lächerlich. Und doch wieder. Genau. Ja, ich bin gleich tot. Nee, Junge, ich bin so langsam, Alter. Ich bin so langsam. Hilfe. Du bist der beste Camper, ey. Du bist der beste Camper der Welt, Alter. Was für eine Scheiße, ey. Hallo, wie komme ich hier raus? Junge, ich bin halb tot. Junge! Ja. Das ist over. Es ist over. Ist das bescheuert, Alter. Ja, ja, komm. Cool. Junge, 5,5 Langlebigkeit? Ja, genau, ey. Wir brauchen einen Sieg, Chat.
Hallo, ich hab doch die Hände oben. Natürlich, er will auf den Boden, ja klar, komm. Wieder ein Cut, ey, ich kann nicht. Ja, genau, komm. Ja, wahrscheinlich. Gleich wieder minus 5 irgendwie Karriere, ey. Ich könnte kotzen, echt. Und ich drücke R2 zum Blocken. Are you ready? Ready? Here we go. Ja, genau. Yeah!
Gänsehaut, Alter. Was, wie viel will der einstecken? Hilfe! Ja, genau, genau. Ja, ja, er ist der beste Kämpfer der Welt, ich hab's verstanden. Wie viel will er einstecken? You ready to go? You ready? Ja, genau. Ey, ganz ehrlich. Die haben alle Ausdauer des Todes. Ja, genau, Alter. Ja, komm, es ist doch scheißegal, was ich hier mache, ey. Schlag mich einfach K.O. Es ist over. Gänsehaut. Danach auch wieder minus 6 Karriere. Boah, Junge! Gänsehaut. Ja, 5,7. Ey, fick dich, echt. Aber wir haben gewonnen. Junge, Alter.